Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview mit automatisiertem Handel, mehr Zeit fürs Leben. Das ist die Aussage von Mario. Mit 17 Jahren hat Mario bereits seine erste Aktie über seinen Vater gekauft und ist seitdem fasziniert von der Finanzwelt. Über die Jahre kamen Höhen und Tiefen im Bereich Aktienhandel, Optionsscheinhandel, Terminkontrakte, Forex und Krypto hinzu. Dabei hat er immer das Augenmerk darauf gelegt, mit dem geringsten Zeiteinsatz den höchstmöglichen Profit zu erreichen. Dies führte schließlich dazu, dass er mit seiner Lebenspartnerin gemeinsam vor 17 Jahren beschloss, jeden Winter zwischen 4 und 6 Monate im Warmen zu verbringen und dies über ein vollautomatisiertes Handelssystem zu finanzieren. Da er die Eindrücke der Reisen auf Facebook teilte, kamen schnell die ersten Anfragen von Freunden und Bekannten, ob sie das denn auch machen könnten. Was zuerst als persönliches Tool entwickelt wurde, war nun eine Geschäftsmöglichkeit, welche es auch anderen Nutzern ermöglichte, ohne Vorkenntnisse ein vollautomatisiertes Handelssystem zu nutzen, um ihre finanzielle Freiheit, um eher ein Stück näher zu kommen. Seine Firma, die Forex Broker Soft OÜ, wurde 2008 gegründet und betreut seitdem über 600 zufriedene Kunden. Ja, das ist eine Zeit am Markt, die nicht jeder vorweisen kann, der das Gleiche behauptet wie du, mein lieber Mario. Darüber reden wir gleich. Du erklärst mir dein ganzes System. Aber jetzt zunächst mal herzlich willkommen im Panzerknacker Studio. Die erste Frage ist immer die wichtigste an jeden Interviewpartner. Wie geht's dir heute? Ganz genau, wir kennen uns schon ein bisschen, ja. Bin ich dran. Richtig. Und ja, toll, toll, toll. Ich freue mich, mit deinen Zuschauern gemeinsam was zu erleben jetzt. Das machen wir. Jetzt pass auf. Also du, man sagt ja, okay, Punkt 1, was ist denn ein Handelssystem? Ja gut, ein Handelssystem ist eigentlich, das kann sich für jeder für sich selber festlegen, wenn er jetzt eine Aktie kaufen will und sagt, okay, so und so viel Gewinn möchte ich machen, dann verkaufe ich sie wieder oder bei so und so viel Verlust steige ich wieder aus. Das wäre mal schon ein primitives Handelssystem. Dann gibt es Handelssysteme, die sich nach bestimmten Charttechniken richten. Man kennt das vielleicht aus dem Internet, wo da so viele Kreuzchen und Linien sind und das wird komplexer und man kann verschiedene Dinge hernehmen, wo man sagt, aus der Vergangenheit hat sich ein Kurs so und so entwickelt. Vielleicht entwickelt er sich in der Zukunft auch so. Ist nicht ganz mein Thema. Das ist die Charttechnik, die klassische, die jeder kennt. Und so hat für sich, und das ist das Schöne, im Finanzbereich kann jeder für sich das Handelssystem für sich entwickeln, das zu einem passt. Der eine ist mehr risikoreich, der andere ist mehr defensiver, der andere ist Daytrader, der andere sagt auch, wie Costolani, ich kaufe eine Aktie, nehme eine Schlafpille und wache dann in 50 Jahren wieder auf. Ja. Gibt es viele Ansätze. Welchen Ansatz verfolgst du? Also das hat sich natürlich über die Jahre entwickelt. Ja. Ich glaube, wie viele Leute auch, wenn du jung bist, dann bist du risikoreicher. Ja, da gehst du voll rein. Du willst natürlich sofort Millionär werden. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht. So auch nicht Danke. bei mir. Danke. Ich sag's so oft, ja. Also auch du hast nicht den roten Knopf, wo wir draufhauen und wir sind übermorgen reich. Den hast du auch noch nicht gefunden. Den gibt es auch nicht. Und Danke. das ist das Schöne, ja. 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 Also wir behaupten auch nicht für uns, dass wir den Heiligen Gral gefunden haben, sondern es ist ein bestimmter Ansatz, der vielleicht ein bisschen anders ist im Volksmarkt. Da kommen wir noch mal drauf zu. Aber wie gesagt, in der Vergangenheit natürlich die ganzen Fehler gemacht, die jeder irgendwo macht, der sich längerfristig mit dem Markt beschäftigt, ob es Aktien, Optionsscheine, Terminhandel etc. ist. Das hat alles Vor- und Nachteile und es muss zu allen passen. Ich biete ein Tool an, wenn das jemand nehmen will und benutzen will für seine eigenen Bedürfnisse, ist toll. Es ist auch nicht für jeden geeignet. Ja. Also wir gehen auch nicht raus und sagen, hey, du musst es machen, sondern du kannst, wenn du die Parameter für dich gut findest. Okay, nochmal zum Ansatz zurück. Was verfolgen wir da in dem Tool? Also, um es kurz zu machen, es ist ein Tool, das natürlich Profite erwirtschaften soll, aber ganz klar durch ein Ereignis in unserem Leben, weil wir jemanden kennengelernt haben, der uns da weitergeholfen hat mit so einem Algorithmus. Sein Hauptaugenmerk oder sein Herzstück darin hat, ist, wenn mal ein Trade daneben geht, was machen wir dann?
Weil die meisten versuchen immer die Zukunft vorherzusagen. Das ist recht schwierig, weil so viele Parameter sich täglich ändern können. Ein Politiker tritt zurück, ein Präsident wird Präsident, der nicht Präsident werden soll, etc. Also es, deswegen habe ich vorhin was gesagt, du meinst. Mit der Charttechnik. So, ja, es ist gerade auch diese Woche in Österreich wieder was passiert. Also es sind Dinge, die kann keiner vorhersehen. Deswegen bin ich ein bisschen immer mit den Charttechniker-Freunden auf Kriegsfuß, wenn da jetzt ein paar zuhören. Es ist halt ein schöner Ansatz, um die Vergangenheit darzustellen, aber um in die Zukunft zu schauen, meiner Meinung nach hat es auch noch keiner zu 100% geschafft. Ja. So. Und wenn du erzähl. Also wenn du es kommt vor, es kommt öfters als 50% vor, dass du, ich, wir falsch liegen, dann hast du so eine Position offen und da hilft die Mathematik ganz gut, mit so einer offenen Position umzugehen. Sagen wir mal, die Mathematik schaut sich an, wie hoch ist deine Kontogröße, welche Regeln gibt es dazu, wie gehe ich jetzt mit dieser Minusposition um? Da gibt es 3, 4, 5 verschiedene Möglichkeiten und das berechnet das Programm sehr schnell, schneller als wir das mit der Hand machen könnten und reagiert dort am Markt. Und das ist das, was uns unterscheidet von anderen Angeboten, die es zahlreich da draußen auch gibt. Mhm. Seit wann ist das Programm erfolgreich? Schon seit 2008 oder? Es kommt darauf an, was du erfolgreich nennst. Also ich habe sehr lange mit der Hand getradet, so wie es jeder kennt, um 3 in der Früh aufstehen, wenn Asien aufmacht, wenn Deutschland um 8 Uhr, 9 Uhr aufmacht und dann die Amis um 15.30 Uhr, das heißt 14 Stunden Handel. Da ist für mich schon erfolgreich, wenn ich das gleiche Geld mit weniger Zeit verdiene. Ja. Also von daher, die Regeln, die ich im Trading angewendet habe, haben wir umprogrammiert und so hat es mir dann sehr viel Zeit gespart. Natürlich musste das auch immer optimiert werden. Ja. Und wie gesagt, wir sind dann auf Reisen gewesen und haben dort durch, ja, ich weiß nicht, Zufall oder Fügung einen älteren Herrn kennengelernt, der Hedgefondsmanager war. Der hat einen kleinen Hedgefonds in Florida gehabt, mit 200 Millionen nur. Also das ist wirklich klein für einen Hedgefonds. Mhm. Und der hat eben dann dieses zusätzliche Tool, wo er gesagt hat, Mario, es ist schön, dass du ein halbwegs funktionierendes Profitprogramm hast, aber schau auch, dass du eben das Riskmanagement in den Griff bekommst. Und das war so der letzte Kick, wo seitdem es erfolgreich dann gelaufen ist. Und dann haben wir erst die Firma gegründet. Also wir haben das 4 Jahre selber gemacht und dann 2008 die Firma gegründet. Und dann gab es eigentlich nur 2 bis 3 Niederschläge in dieser Zeit wieder. Warum? Warum? Ich wusste, die Frage kommt jetzt. Ja. Wie gesagt, es gibt unvorhergesehene Dinge. 15.01.2015, das Datum weiß ich jetzt noch, weil das für uns einer der größten Rückschläge war. Dort hat übers Wochenende die Schweizer Nationalbank beschlossen, sich nicht mehr an den Euro zu koppeln. Und dann am Montag war Turbulenzen an den Märkten. Hat weniger mit unserem Programm zu tun gehabt. Also Kunden haben dort Geld verloren, auch mit unserem Programm. Aber das hat, ja, ich sag Gott sei Dank nicht an unserem Programm gelegen, sondern die Broker waren so überfordert mit ihren Servern. Wir haben zu viel Orders reingeschickt. Es wurden verschiedene Kurse gestellt. Und Leute, die kurz davor ihr Konto bei uns eröffnet haben, haben es in dem Fall verloren. Die anderen hatten schon ein Polster, konnten dann nach 6 bis 8 Monaten das wieder aufholen. Aber das war schon ein herber Rückschlag für uns. Die Broker haben gelernt, die haben die Server verändert. Wir haben gelernt, haben umprogrammiert und gesagt, du kannst nur in einer bestimmten Zeitspanne so und so viel Trades aufmachen. Also das war dann ein Lernfaktor. Und dann kamen noch so Krisen dazu, wie die Griechenland-Krise, das mit den Trump-Wahlen und ich sage mal, das mit Corona, dass es runterging, das war okay, aber dass es so schnell wieder hochging, weil die EZB angefangen hat, Geld zu drucken. Da haben wir jetzt keine Kunden verloren, aber der kurz vorher angefangen hat, ist halt einmal im Minus gewesen und hat 3 bis 6 Monate dauert, bis er das wieder aufgeholt hat. Hat aber dann trotzdem übers Jahr gesehen eine gute Rendite erwirtschaftet. Wäre gut. Was ist für dich eine gute Rendite? Das ist eine sehr gute Frage. Die steht immer im Verhältnis zum Risiko, was ich eingehe. Also wir sind hier in einer Hochrisikoanlage. Der Forex-Markt ist der größte Markt der Welt. Selbst die 14 größten Börsen der Welt machen nicht so viel Umsatz wie der Forex-Markt. Also das ist schon, da werden richtig Milliarden bewegt am Tag. Also genau genommen 5 Billionen am Tag, Dollar, 5 Milliarden
im europäischen Markt. Und wenn ich so ein hohes Risiko eingehe, möchte ich dann schon im Monat, ich rechne mal aufs Monat runter, sage ich dir auch gleich warum, meine 3 bis 5, wenn ich Hochrisiko jüngere Leute eingehen wollen, dann vielleicht auch 8 bis zu 8% im Monat machen für das hohe Risiko, was ich eingehe. Aber dementsprechend natürlich nicht mein ganzes Kapital da hinein einzahlen. Und durch den kumulierten Zinseszinseffekt wird das natürlich recht mächtig, ne? 3 bis 5 hört sich pro Monat nett an, aber man darf den Zinseszinseffekt über 1, 2, 5 Jahre auf keinen Fall unterschätzen. Ja. Das ist genau das, was ich auch den jüngeren Kunden dann sage: Seid nicht so ungeduldig. Die Zeit arbeitet für euch. Also mit dem Wissen von heute, wer würden wir, wenn wir jung wären, ganz anders handeln? Wir würden das Ganze eher langfristig sehen, weil man unterschätzt diesen Zinseszinseffekt sehr. Es wird in der Schule nicht beigebracht, finanzielle Bildung, all die Dinge, die fehlen da. Und bei mir hat es auch erst Klick gemacht, wie ich meinen Taschenrechner in die Hand genommen habe, habe Blatt Papier an Kugelschreiber und habe wirklich Jahr für Jahr durchgerechnet. Und dann siehst du, wie mächtig hinaus das hinten ist. Und genau das nutzen wir auch, indem wir sagen, wir reizen nicht das gesamte Risiko des Forex-Marktes aus, sondern sagen, wir versuchen eine vernünftige, regelmäßige Rendite zu erwirtschaften und sehen das Ganze auf 3 bis 5 Jahre. Was Ja. muss ich mindestens einzahlen, dass du sagst, das ist ein vernünftiger Start? Jawohl. Also wir hatten es bis vor 2,5, 3 Jahren so, dass wir gesagt haben, wir haben eine Minimumsumme, für die wir herausgefunden haben, dass die Software gut arbeitet. Das sind 3.000 Euro oder 3.000 Dollar. Oh, easy. Ja, wir waren einer der ersten, sagen wir mal, vor 14, 15 Jahren, die auch auf Facebook, Social Media Werbung für unser Programm gemacht haben und haben da ein relatives Alleinstellungsmerkmal gehabt. Aber in der Zeit kamen dann so Vertriebe, Strukturvertriebe, die den Forex-Markt für sich entdeckt haben dazu. Es gab natürlich auch die eine oder andere Firma, die einen Scam gemacht hat. Und da sind die Leute vorsichtiger geworden und das verstehe ich auch absolut. Und es kommen halt auch viele jetzt aus dem Social-Media-Bereich, die sagen, du, ich beobachte das jetzt schon lange, aber ich möchte es trotzdem erstmal testen, was ihr da macht. Ihr seid schon lange am Markt. Geht es nicht mit weniger? Und da haben wir ein Programm erstellt, wo wir sagen, wir nutzen nicht die gesamte Software, sondern nur 30%. Sagen den Leuten, okay, hier machen kommt für 500 Euro, teste das 3, 4, 5 Monate. Wenn du die Abläufe siehst, wenn du siehst, es funktioniert für dich, bitte dann zahl die 3.000 Euro ein, so dass du vernünftig dann 100% der Software nutzen kannst und dementsprechend auch dann ja das ganze Programm zur Verfügung hast. Also, um deine Frage zu beantworten, zwischen 500 und 3.000, je mehr, desto risikoloser ist es. Wir reden hier immerhin über Kapitalvermehrung. Da sollte man auch ein bisschen Kapital haben, ne? Ja, ich sag's mal, also den Idealkunden sage ich immer, du zahlst 3.000 Euro ein, lass es laufen, bis es, was ist wie 5.000, 5.500 ist, nimmst dann immer wieder die Gewinne raus, bis du deine 3.000, die du damals einbezahlt hast, wieder in der Tasche hast. Dementsprechend sollte irgendwas Unvorhergesehenes passieren, verlierst du das nicht mehr, bist plus minus null und von dort an gehst du dann auf die 10, 15.000. Und dann entscheidest du dich, möchtest du jeden Monat die Gewinne, wie so eine Rente, zusätzliches Einkommen abschöpfen, oder du machst es wie wir. Ich kann immer nur das propagieren, was wir auch selber gemacht haben. Wir lassen es dann halt immer so laufen, dass wir 20, 25.000 Euro übrig haben und finanzieren dadurch in Österreich dann eine kleine Wohnung. Also einer meiner besten Freunde hat eine Immobilienfirma in Wien und der macht kleine Wohnungen, baut die um, saniert die kosten so 105 bis 145.000. Ja, da reichen 20, 25.000 Euro Eigenkapital, die Bank gibt dir den Rest, finanziert dir die Wohnung und dann hast du eine schöne Mischrendite. Du hast auf der einen Seite das Hochrisiko des Tradens und auf der anderen Seite das Betongold der Immobilie und hast eine schöne Mischrendite und das praktizieren wir jetzt seit 15 Jahren und fahren gut damit und ich kann nur das empfehlen, was wir selber machen. Also, diese Taktik feiere ich jetzt. Das ist schön. Darf ich dir eine privatere Frage stellen? Wie lange brauchst du, um 25.000 zu erwirtschaften? Wie groß ist das Konto ungefähr?
Also in unserem Fall, wir haben drei verschiedene Konten, die sind dann schon über 100.000 bis 200.000. Ja, da ist ein Konto, von dem leben wir, ein Konto, das lassen wir eben, wie gesagt, immer auflaufen, nehmen das Geld runter. Bis dorthin, bis wir die 100.000 hatten, hatte es dann schon 7, 8 Jahre bei uns gedauert. Ich glaube, wir haben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wir schauen mit 10.000, glaube ich, damals angefangen. Und wie lange dauert es dann, bis du dir eine neue Wohnung leisten kannst? Wie lange? Ach so, in unserem Ja. Fall jetzt, wie es ist, Welcher also die Zeitraum? Kaya und ich, also meine Lebensgefährtin, wir haben genau alles geteilt, jede Immobilie ist geteilt, die Firma ist geteilt, das heißt, wenn wir morgen auseinandergehen würden, hat jeder so seine Sache und wir kaufen im Jahr ungefähr 4 Immobilien, also sie zwei und Also ich alle zwei. 3 Monate. Das ist cool. Ja. Das ist. Ist auch interessant, dass mein bester Freund mit ihm, mit dem wir eben diese Immobilienfirma auch mitbetreiben, der wohnt eine halbe Stunde von dir Ach weg. Der Gott. ist jetzt da in deine Nähe auch gezogen. Wir müssen reden. Das machen wir mal ohne Kamera. Ja. Das ist sehr interessant. Das wusste ich nicht. Das war nicht vorbereitet. Aber jetzt, mein Lieber, pass auf. Was muss ich an. Wir haben von Forex geredet. An alle Panzerknacker da draußen, die jetzt die alten Folgen noch nicht gehört haben, die jetzt noch nicht so wissen, was Forex ist, haben sich mit Aktien vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt. Alles easy. Heute Abend werde ich hier in St. Pölten das erste Mal auch wieder einen Cashflow-Abend machen, Cashflow-Spieler-Abend. Da kamen die Leute auf mich zu. Also das Basisgrundwissen ist nach wie vor gefragt. Zunächst mal, Mario, was ist Forex? Was ist ein Forex-Markt? Gerne. Ich kann es vielleicht am besten erklären, wenn du heute Urlaub wieder machen darfst in Amerika, gehst du in Deutschland auf eine Bank, holst dir Dollar, ja, dann kriegst du sagen wir mal, für 1000 Euro kriegst du 1200 Dollar. Dann gehst du einmal um die Bank, gibst die 1200 Euro, Dollar, Entschuldigung, wieder zurück und bekommst dafür 950 Euro. Das heißt, du hast 50 Euro verloren durch den Wechsel. Das war ein Forex, ein Devisenhandelsgeschäft, ja. Die Bank hat natürlich wie immer gewonnen. Und so geht es im Kleinen. Und im Großen ist es halt so, dass die ganzen Länder miteinander Handel betreiben, von Asien über Europa nach Amerika, Lateinamerika. Jeder seine eigenen Währungen hat. Und dieser Markt irgendwo reguliert werden muss. Das heißt, Banken leihen sich Geld, Unternehmen geben Geld rein, Waren werden verschickt. Ursprünglich war der Forex-Markt so gedacht, dass wenn ich zum Beispiel als deutsches Unternehmen meine Autos nach Amerika verschiffe und auf dem Weg dorthin eine Devisenschwankung ist, kann ich mich durch einen Hebel, der es am Markt gibt, absichern und sagen, ich kann mit einem kleinen Betrag eine Art Versicherung machen, dass wenn die Ware drüben in Amerika ankommt, sie noch den gleichen Preis hat. Ja, also wenn das 4, 6 bis 8 Wochen das Schiff unterwegs war. Damals hat man gesagt, okay, man möchte eine kleine Versicherung haben und dafür wurde eigentlich der Forex-Markt entwickelt. Mittlerweile ist es eben auch ein Spekulationsobjekt geworden und solange es Währungen gibt, wird es wahrscheinlich diesen Markt auch geben. Forex ist die Abkürzung für Foreign Exchange. Das ist Englisch und heißt im Prinzip nichts anderes als Devisenhandel. Also wir gehen an einen Markt, wo wir statt einem verbrieften Anteil an einer Firma, sprich einer Aktie, wo wir Währungspaare handeln. Welche Paare handelst du? Im Prinzip könntest du sagen, die großen, die jeder kennt, zu 85% Euro-Dollar, weil im Euro-Dollar du eine gewisse Sicherheit hast in der Schwankungsbreite, in der Liquidität. Das ist ganz wichtig. Liquidität war für mich immer wichtig. Ich habe im Aktienmarkt gemerkt, dass eben nicht so große Liquidität herrscht. Habe früher Aktien gehandelt, wenn ein Manager einen Pups gelassen hat, dann hat sich gleich die Firma irgendwo der Aktienmarkt bewegt. Das ist im Forex-Markt nicht so. Also da müssen schon Länder ihre Zinsen ändern, damit irgendwo eine Bewegung am Markt Ja. herrscht. Das heißt, Hauptaugenmerk ist der Euro-Dollar und dann je nachdem, wie groß mein Depot ist, also bei 10.000 Euro kommen 3, 4, 5 andere Währungen dazu, die man so kennt, Schweizer Franken, dann drüben die japanische Yen, also die ganz großen 5 bis 10 Paare, mehr nicht. Edelmetall? Nein, rein nur Devisen. Welches Fachwissen brauche ich, um
mit deiner Software traden zu können? Macht die das vollautomatisch ohne mich? Und welche Entscheidungsmöglichkeiten habe ich, wenn ich denn selber Entscheidungen treffen möchte? Weil ich kenne, also an alle da draußen, ich kenne die Software noch gar nicht, aber ich werde sie testen. Wir werden nämlich gleich drauf kommen, warum. Also ich lasse mir hier wirklich gerade erklären, was ich selber wissen möchte, ja. Was aber sehr interessant ist, ist, dass seit 5 Jahren, seitdem wir uns mehr oder weniger kennen, das Ding nachweislich für mich stabil läuft. Es haben Coaching-Kunden von mir, inzwischen sind sie Kunden von dir, gesagt, sie sind seit vielen Monaten bei dir und erwirtschaften sehr viel Geld damit. So, das ist nämlich die Basis des heutigen Podcasts. Also, ich bin mal wieder dabei zu lernen. Ich stelle mich nicht blöd, ich bin wirklich blöd. So, erzähl mal, was muss ich alles wissen? Was kann ich einstellen? Was muss ich nicht einstellen? Wie läuft das? Eine große Aussage, und wenn das das Einzige ist, was ihr lieben Zuhörer heute mitnimmt, ist, wir bekommen nicht euer Geld. Also das ist mal ganz, ganz wichtig. Ihr zahlt bei uns kein Geld ein. Ihr zahlt auch nichts für die Nutzung des Programmes, sondern ihr seid Kunden eines Brokers. Ein Broker ist wie eine Bank. Ich muss dort ein Konto öffnen. Ich muss mich legitimieren. Ja, das Ganze ist auch von der Aufsichtsbehörde alles reguliert im Vergleich zum Kryptomarkt, was noch nicht so reguliert ist. Ja. Warum ich die Schleife ziehe, kann ich auch später erklären. Also man hat hier eine gewisse Sicherheit, dass man in einem Markt ist, der reguliert wird. Ja. Ihr gebt nicht uns das Geld, wir sind kein Vermögensverwalter, wir sind eine reine Softwarefirma. Und dann wird es sehr leicht, weil du machst übers Internet, über einen Link ein Konto auf, legitimierst dich dort, zahlst das Geld ein bei diesem Konto und machst dann zweiten Schritt, gibst dann unserem Techniker Bescheid. Lieber Techniker, da gibt es ein Formular, ich habe das und das Konto, würdest du diese Software aufschalten, und dann gibt es einen dritten Schritt, du kannst deine App runterladen und kannst jede Sekunde sehen, was diese Software da auf dein Konto macht, wie sie kauft und verkauft, 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, und kannst eingreifen, indem du einfach dein Passwort von deinem Konto änderst, und dann ist die Software abgeschaltet. Das heißt, du hast die ganze Kontrolle des Geldes über dich. Ja, kannst also immer eingreifen, kannst sagen, das gefällt mir nicht, kannst nach einer Woche dein Geld wieder abholen, bist also absolut flexibel und nicht gebunden an das System. Um die Weiter. Frage zu beantworten, eigentlich brauchst du nicht viel Know-how. Ist das ein spezieller Broker, den ich brauche, oder kann ich jeden nehmen? Wir arbeiten mit Partnerbrokern zusammen. Das sind 5 an der Zahl. Warum verschiedene? Es hat mit der Kontogröße zu tun. Und das ist eben die zweite Frage, die wir immer bekommen, speziell in Deutschland. So verdienen wir unser Geld. Wir führen den Broker neue Kunden zu, sind damit Affiliate, ja, und bekommen vom Broker diese Spanne, was ich vorhin erklärt habe, bei der Bank, wenn du wechselst, das ist die Spanne des Brokers oder der Bank, und da bekommen wir einen Teil davon. Also im Prinzip Das zahlt heißt, für euch die der Nutzung des Broker eine Systems. Affiliate-Provision. Genau, und deswegen ist es auch für uns wichtig, dass wir stabile, zufriedene Kunden haben, denn nur dadurch verdienen wir Geld. Wenn der Kunde nicht mehr handelt, weil er unzufrieden ist, verdienen wir kein Geld. Ja, und wir verdienen auch erst Geld, sagen wir mal, in der Größenordnung, wenn das Konto 8.000 bis 10.000 Euro ist, wo es für uns auch wirtschaftlich ist, weil man muss auch bedenken, wir haben eine Firma, wir haben Support, wir haben auch Server, die wir bezahlen müssen. Also für uns und für den Kunden ist es immer gut, wenn das Ganze reibungslos funktioniert, und da haben wir unser Augenmerk eben drauf. Also nicht die Gewinnoptimierung, sondern regelmäßige Umsätze mit zufriedenen Kunden. Das ist so das Credo bei uns in der Firma. Verstehe. Wir haben jetzt damit schon die nächsten Fragen beantwortet, die ich hatte. Punkbroker, was ist das? Du hast vorhin Punkbroker. gesagt, wir arbeiten mit Punkbroker zusammen. Entschuldigung, das ist mein Tiroler Slang, vielleicht Partnerbroker. Also wir haben 5 verschiedene So. Partnerbroker, je nachdem, welche Kontogröße man hat. Diese Broker empfehlen wir dann dem Kunden. Und wo kann ich diese Brokerkonten eröffnen? Geht es von Österreich, Deutschland, Schweiz, egal von wo? Jawohl, das läuft alles übers Internet. Die haben Regulierungen.
Und da bekommst du einen Link von uns. Also wenn man jetzt auf deine Seite geht, da kommt ein Link zu unserer Seite. Da kann man sich eintragen und dann bekommt man schon die ersten Informationen, welche Schritte man machen kann. Am Anfang ist ein bisschen Unterstützung von unserer Seite, wo gefragt wird, wo vielleicht es hängt, wo man noch keine Ahnung hat. Aber der Broker hat auch guten Support. Also das ist so die erste Anlaufstelle für neue Kunden. Cool, ich habe selber noch nicht gemacht, werde ich gleich mal durchgehen, weil ich habe jetzt richtig Bock drauf. Das ist wieder sowas, ich werde das selber testen. Ich habe viel Gutes darüber gehört, das muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ich habe vor 4, 5 Jahren der ganzen Sache nicht ganz getraut. Und das Schöne ist, ich erlaube mir aber dazu zu lernen. Ärgert mich jetzt auch ein bisschen, dass ich es nicht gemacht habe. So, Mario, wie geht's damit weiter? Sind neue Sachen geplant oder muss ich noch irgendwas wissen? Habe ich irgendwas nicht gefragt, was wissenswert ist, was interessant ist? Oder im Prinzip, ich eröffne ein Brokerkonto, ich hole mir kostenlos die Software von euch, lasse die freischalten, die Software tradet für mich, macht Handel und wenn Gewinne erwirtschaftet werden, verdient ihr auch Geld und ich kann sie sofort abschalten. Also für mich, Menschenskinder, das klingt wieder zu schön, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Also der Haken ist einsteils daran, dass am Forex-Markt eigentlich höhere Renditen möglich sind, als was wir erwirtschaften. Wir sind sehr defensiv, weil was eben, ich komme aus der klassischen Finanzdienstleistung. Wir haben früher den Leuten immer gesagt, hör mal zu, deine Rente ist doch nicht so sicher, leg mal was auf die Seite. Und da gab es halt Möglichkeiten wie, die schlimmste war eine Lebensversicherung, dann gab es eine Rentenversicherung, das war schon ein bisschen besser, dann gab es Bausparer, die irgendwie 4,5% erwirtschaftet haben, die Rentenversicherung, die irgendwo 7% erwirtschaftet haben, Bundesschatzbriefe, diese ganzen Instrumente gibt es heute nicht mehr. Das heißt, ich muss heute als Anleger leider Instrumente nehmen, die vielleicht risikoreicher sind, aber wenn man es mit einem vernünftigen System macht, dann nimmt man Risiko raus, aber hat eben mal langfristige Anlage und so sehe ich das. Ja? Also es ist, wenn du selber dich 3, 4, 5 Jahre ausbildest und es wirklich als Beruf siehst, kannst du als Daytrader mehr verdienen als wie mit unserer Software. Aber, und das ist das große Aber, wo ich wieder in die Waagschale werfe, Zeit ist auch Geld. Das merke ich, je älter ich werde. Ich habe jetzt einen 21 Monate alten Sohn. Zeit steht über dem Geld mittlerweile. Und wenn ich zusätzlich, das heißt ja nicht, dass ich meine ganze Rente, mein ganzes Vermögen da erwirtschafte über das Forex, sondern einen kleinen Teil, den ich bereit bin zu riskieren und sagen, da habe ich eine überdurchschnittliche Rendite, aber ich sehe es trotzdem eher für die Altersvorsorge oder auf die nächsten 3 bis 5 Jahre. Weil, jetzt kommt das Thema Krypto, natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Kryptomarkt. Das ist leider nicht eins zu eins umsetzbar, was wir im Forex-Markt machen, aber wir haben für den Kryptomarkt schon auch für unser System entwickelt, weil ich denke, die nächsten Jahre wird es, ich sage immer, der Kryptomarkt heute ist wie der Forex-Markt vor 30, 35 Jahren. Das war Wilder Westen. Ja? Dann sind die Regulierungen gekommen, weil Anleger über den Tisch gezogen worden sind, etc. Das ist ein Lernprozess. Und ich glaube und hoffe, das Gleiche wird beim Kryptomarkt auch passieren. Und dann können wir so ähnlich wie es im Forex-Markt auch im Kryptomarkt arbeiten. Also das Ganze entwickelt sich schon weiter, wenn du sagst, gibt es noch zusätzliche Dinge. Aber ich würde heute nicht sagen, dass ich das Risiko, was im Kryptomarkt für uns persönlich eingehe, dass ich das dem Kunden empfehlen würde. Ja, also da sind Abstriche zu machen, weil im Endeffekt sind wir auch messbar an dem, was wir leisten. Und da macht es natürlich wenig Sinn, hochspekulativ mit Kunden zu arbeiten. Wenn sie das selber machen, super. Aber für uns als Unternehmen ist immer wichtig zu sagen, dass wir zufriedene Kunden haben und das lieber langfristig. Um es zu summieren, du machst ein bisschen weniger Rendite durch unser System, als was wirklich am Markt, wenn man es ausreizt, möglich wäre. Gut. Wie werde ich in die Software eingeführt? Habt ihr einen Videokurs? Macht jemand mit mir einen Zoom-Call oder kann ich mir das selber einlesen? Ist das selbsterklärend? Im Endeffekt, die Software kriegst du physisch nicht. Du kannst sie nutzen. Wir haben die früher verkauft. Das war so der erste Schritt. Aber das hat wenig Sinn gemacht, weil dann musst du wirklich das Ganze als Tool sehen.
Es gibt zwei Lager an Kunden von uns. Die einen, die haben null Ahnung mit Forex. Das sind die liebsten Kunden, weil die machen einfach und gehen dann ihrer Arbeit nach, schauen am Anfang täglich rein, dann wöchentlich, dann monatlich und irgendwann vergessen sie es dann. Die anderen sind die gebrannten Kinder des Forex-Marktes, die schon über Jahre versuchen, super Renditen zu erwirtschaften, immer wieder auf die Schnauze gefallen sind. Das sind die schwierigsten Kunden, weil sind ja schon geprägt. Die haben bestimmte Vorstellungen, wo ich sagen muss, die haben halt leider nicht funktioniert. Da musst du die auch mal ablegen und vertrauen. Es Ja. ist halt Vertrauen in das System, wo ich dir jetzt nicht den Quellcode geben kann, in dem du da alles wie jetzt bei Windows Ja. sehen kannst, ne? Sondern du musst sagen, das ist eigentlich die wichtigste Frage, was willst du als Kunde, als Zuhörer daraus, was willst du überhaupt? Sind das überzogene Erwartungen, exorbitante Renditen? Dann muss ich sagen, sind wir die richtigen Partner? Das ist eigentlich die wichtige Frage. Was willst du als Kunde? Hast du einen Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren? Bist du bereit, das Risiko einzugehen? Dann können wir mit dir arbeiten. Ja, dann können wir sagen, okay, können wir vielleicht, wenn das Konto da bei 100.000 ist, natürlich ein bisschen anders einstellen, dass es defensiver ist. Aber so bis 100.000 läuft das alles standardmäßig ab. Okay. Also da sind wenige Parameter, die man verändern sollte und müsste. Für mich persönlich hört sich das gut an. Meine Lieben, das ist keine Anlageberatung. Das ist einfach nur, ich habe mich jetzt bei einem lieben Freund informiert nochmal, ein zweites Mal über eine Sache, die ich vorhabe durchzuführen und die wir auch gemeinsam machen werden mit seiner Hilfe. Wenn ihr Bock drauf habt und wenn ihr Fragen dazu habt. Also ihr könnt das Interview jetzt natürlich, wenn ihr es auf iTunes hört oder auf eurem Handy, ihr könnt es wie immer auch nochmal auf YouTube sehen. Da seht ihr den Mario und mich dann auch. Ob ihr das wollt, ist eine ganz andere Frage. Die Sache ist, ich werde es machen und wenn ihr Interesse dran habt, kann ich auch eine Facebook-Gruppe gründen und in diese Gruppe könnt ihr reinkommen und wir können mal die Ergebnisse zeigen, bevor ihr vielleicht selber einsteigt. Es ist mit ganz kleinem Geld zu machen, finde ich. Ich hab Lust drauf, ich habe Bock drauf und ich habe Vertrauen in die Sache gewonnen. Und jetzt schauen wir, was draus wird. Da freue ich mich drauf. Was müssen wir noch dazu sagen? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, Mario? Ach, du machst es super, Mann, du bist Profi. Ich habe natürlich vorher mir deine alten Folgen auch wieder reingehört und im Endeffekt die letzte Folge, wo du auch da über deine Nahtoderfahrung, also im Endeffekt hätte ich dich wahrscheinlich interviewen sollen. Okay. Also ich finde es toll, wie du das machst und wie du mit den Leuten das Ganze herausarbeitest. Und ich sage immer, das ist so ein Tool wie ein Auto. Ja, ich benutze ein Auto, ich fahre wohin, aber wenn du meine Freundin fragst, die auch das Auto benutzt, was jetzt eine Zylinderkopfdichtung ist, dann wird sie sagen, naja, habe ich jetzt keine Ahnung, ne, Ja. habe ich schon mal gehört. Also wichtig ist, dass ich das Tool benutze für meine Bedürfnisse. Ja, das Wichtigere im Auto ist eigentlich das Navigationssystem. Wenn ich das nicht benutze, dann weiß ich nicht, wo ich hin will. Und genauso sollte es mit deiner finanziellen Planung sein. Das wird uns leider in der Schule nicht beigebracht und das finde ich das Wichtigste. Und wenn du dann zur Erkenntnis kommst und sagst, ich habe bestimmte Dinge in meinem Leben schon gemacht, geplant und jetzt bin ich bereit, das im Forex-Markt auch anzugehen. Herzlich willkommen. Dann könnten wir gemeinsam noch das Ganze optimieren für dich. Wenn du sagst, ich will nur meine finanzielle Ausrichtung, weil sich das jetzt so toll anhört, das sind immer wieder Kunden, die auch sagen, hey, warum hast du nicht alles im Forex-Markt drin? Warum machst du Immobilie auch? Sage ich, weil es ist halt Hochrisiko. Das muss man immer dazu sagen. Es kann was passieren, was Außergewöhnliches. Ich kann nicht alle Eier in einen Korb geben, sondern ich nutze das Mittel, ja, mit einem bestimmten Betrag und erwirtschaft da vernünftige Rendite. Aber es ist nicht das Nonplusultra, was man nur machen sollte, sondern in Kombination mit anderen Dingen. Und wenn dir das klar ist als Zuhörer und du sagst, es hört sich vernünftig an, dann denke ich, bist du der ideale Kunde, das auch zu nutzen. Bitte, meine Lieben, ihr seid nach wie vor selbst für eure Entscheidungen und für eure Finanzen verantwortlich. Das nehmen wir nicht auf uns. Das kannst du nicht abgeben. Das sollst und darfst du nicht abgeben. Wenn du trotzdem sagst, ich möchte das testen, ich will da dabei sein, kannst du auf www.panzerknacker-podcast.com gehen, slash trade. Wie schreibt man Trade? Trade.
Da findest du dann einfach die Webseite von Mario. Da trägst du dich ein. Da sind alle Informationen drin. Ist auch nochmal ein Video, wo alles erklärt wird. Und da wirst du dann sukzessive durch den ganzen Prozess durchgeführt. Wie gesagt, das Tool kostet dich nichts. Du wirst als Kunde dem Broker vermittelt. Und der Broker muss von seiner Marge, die du eh bezahlst, muss einen Teil an Mario abgeben. Nur wenn du zufrieden tradest. Und das finde ich jetzt mal ein richtig faires Angebot. Eine Erfolgsprovision, also eine Provision im Falle des Erfolgs. Genau. Mein Lieber, ich freue mich drauf. Wir werden das diese Woche noch durchziehen. Das werden wir noch machen. Und ansonsten Super. wären wir jetzt auch schon kurz und schmerzlos beim Ende angekommen. Wir haben 35 Minuten auf der Wow. Uhr. So schnell vergeht die Zeit. Ich habe mich am Anfang gefragt, was kannst du über ein automatisches Trading-Tool erzählen? Aber da sind schon einige interessante Sachen dabei. Hast du eine Facebook-Community? Nee, geht gar nicht. Ist eine blöde Frage. Streich die. alles gut. Mein Lieber, wir werden eventuell in einer oder zwei einen weiteren Podcast machen und dann schauen wir uns die Ergebnisse mal an, Super. die bis dahin erwirtschaftet wurden. Wäre das cool für dich? Freut mich. Alles Immer klar. gerne. Dann An Schlusswort Zahlen ist gehört man dir. messbar. Ja, vielen Dank für die Leute, die bis jetzt durchgehalten haben. Ich freue mich immer, wenn ja, irgendwas hängen bleibt, wenn jemand sagt, Mensch, das hat so und so vielleicht auch mal bei mir Klick gemacht, ein bisschen meine Einstellung verändert, neue Informationen bekommen. Das macht am meisten Spaß, das positive Feedback zu bekommen. Es geht nicht immer nur ums Geld, sondern es geht eben auch, dass man Know-how weitergibt. Und da ist der Markus ja auch toll mit seinem Podcast, wo man immer wieder was raushören kann und sich weiterbilden kann. Und ich finde, das muss eben öfters gemacht werden. Finanzielle Bildung kommt in Deutschland viel zu kurz. Und ich freue mich für jeden, der zuhört. Und wenn es Fragen gibt, gerne an mich. Und wir sind immer gerne bereit, das Ganze zu beantworten und mit euch den Weg weiterhin erfolgreich zu gehen. Super cool. Danke dir, schön, dass du da warst. Alles Liebe. Ciao, ciao. Danke, ciao.